Hallo Römer-Team-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu der letzten Folge, schätze ich mal, von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir schreiten jetzt durch diese große Tür. Ohohoho, nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören, doch ihr kommt zu spät. Wenn die Glocke nur noch dreimal läutet, ist die Zeremonie beendet. Mit dem dritten Glockenschlag werde ich Erzdämon Fati sein. Tja, und Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Ja, okay, wir haben keine Zeit mehr, Doki, lass uns aufs Dach gehen. Ja, Mann. Oh Gott. Er wirft doch. Warum wirft er denn nicht? Danke. Okay. Oh. Hast du die Glocke gehört, Doki? Noch zwei Schläge, Beeilung. Oh, verdammt. Mann. Bist du nicht dein Ernst jetzt? Ich will mich doch nur klonen. Okay. So. Die Doki-Armee. Okay. Nein. Die Glocke hat schon wieder geläutet. Was sollen wir tun? Nur noch ein letzter Schlag und ist vorbei. Ja. Oh, nö. Was ist das denn ernst? Ist das dein Ernst? Wie? Au! Ich verliere hier zu viel Damage. Ich kassiere hier zu viel Damage, meine ich. Oh Gott, was? Kriege ich viel Damage hier, ey. Okay, den haben wir. Ich weiß nicht, ob es eine bessere Taktik gibt, hier durchzurushen. Durch die Gegner, aber ich mache das immer mit den Stiefeln. Da ist er. Vati. In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorüber gewesen. Aber ihr müsst mich ja ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigen Dämon der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Oh nö. Nö. Ihr stört mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Alles klar. Okay, Moment. Lass mich, danke. So. Aua. Yeah. Brenne! Brenne! Im Stehenauge. Danke. Okay. Zack. Oh lol. Du kannst Laserstrahlen aus den Augen schießen? Das wusste ich gar nicht mehr. Okay. Und das gleiche Spiel noch einmal, Leute. Ja. Oh Gott, jetzt müssen wir... Ah! Mein Hintern! Nee! Okay. Nein. Aber hier. Genau, jetzt hat er sich noch zweimal geportet. Ich glaube noch einmal. Ja, nochmal, okay. Und danach portet er sich dann... Oh Gott. Aua. Mann. Yeah. Kannst du jetzt mal... Gott. Nie, nicht Feuer. Ich will nicht wieder brennen. Oh. Oh, wir haben ihn, okay. Oh. Puh. Ha.
Gar nicht schlecht. Ich habe dich unterschätzt. Gut, was sagst du dazu? Nein. Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht bezwingen. Doch, das kann ich. Ja, jetzt ist er so ein fetter Überdämon, ey. Jetzt müssen wir... Ach, wir müssen doch jetzt... Genau. Genau, jetzt müssen wir... Okay. Jetzt müssen wir seine Kugeln... Was? So. Seine Kugeln abschießen, sodass 4 frei werden. Und danach ihn halt angreifen. Okay, da ist keine. Okay, die sind wahrscheinlich dann in der oberen Reihe diesmal. Nee, okay. Ja, ist okay. Mann! Es ist gerade ein bisschen problematisch, weil... Ah, okay. Ja, move mal weg hier. Wie ihr seht, kann ich hier jetzt gerade nichts machen. Er mit seinen Stacheldingern, ne? Danke. Nice. Sehr schön. Oh! Okay. Ich muss die Stacheldinger hier mal aufräumen irgendwie. Bisschen zumindest, okay. Okay, er ist wieder unten. Also die 4 Dings sind wieder unten. Die sind halt immer, wie ihr da schon seht, in so einem Abschnitt. Nein! Oh. Ja. So stehst du gut. Ja, nice. Ich glaube, wir haben ihn jetzt schon, ne? Nicht? Okay, hier ist dann... Nein. Okay. Wir sind wieder an der Seite hier. Jetzt bewegst du dich zu schnell. Danke. Ja. Komm. Ja. Ich glaube, wir haben ihn... Nein, haben wir noch nicht. Okay. Wir haben ihn immer noch nicht. Mann, ich will da gucken. Nein, okay. Boah, diese Stacheldinger hier, ne? Das ist schon ein bisschen nervig. Ja, komm! Komm! Ja! Puh, wir haben's! Oh, Alter! Sorry, dass es still war. Ich muss mich konzentrieren. Das darf nicht sein. Ich bin ein Dämon. Ich bin mächtiger als alles andere. Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren. Doch, das kannst du. Alter. Hast du gut gemacht, Doki. Jetzt lass uns schnell Zelda befreien. Vom Fluch befreien. Jo, machen wir. Alter. Zelda. Du wirst befreit. Gut, Doki. Jetzt was? Mann! Echt jetzt? Hab ich doch gerade schon. Oh, wie unfair. Hey, Zelda. Doki, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Doki. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück. Wir kamen noch rechtzeitig. Kacke. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen schnell hier raus. Los, lauft. Okay. Ist nicht dein Ernst. Ey, nanu, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur heiligen Stätte. Ja. Still. Kann ich mich vorher nochmal heilen irgendwie, irgendwo? Habe ich nochmal die Möglichkeit dazu? Weil ich sterbe gleich. Und ja, Leute, ihr dürftet es wissen, das Spiel ist noch nicht vorbei. Uns erwartet doch etwas. Deswegen würde ich mich echt ganz gern heilen. Nein. Ja. Oh. Zumindest ein bisschen geheilt. Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämons Barty, der das vor sehr langem hat, erfahren.
Oh nö. Alter, was bist du denn? Okay. Du bist hier gefährlich nah. So, jetzt müssen wir... Ich glaube, es war... Nein. So. Genau. Jetzt müssen wir... in seinen Arm. So. Den haben wir. Der Arm ist kaputt. Das gleiche müssen wir gleich mit seinem anderen Arm machen. Wenn er den ins Boden streckt, genau. Komm raus. Come out. Gut. Okay. Und. So. Rein. Haben wir? Ja, wir haben ihn, okay. What? So. Und jetzt? Ups. Mussten wir zu ihm hingehen? Oh nein! Wir mussten ihn mit den Bällchen da abschießen, genau. Das ist... Ah. Oh! Okay, das hat funktioniert. Okay. Das gleiche nochmal. Für den Arm müssen wir, glaube ich, nicht mehr machen. So, jetzt müssen wir erstmal warten. Genau. Ich will auf diese Elektro-Dinger hier warten. Okay, hu. Button mashen! Okay, ich würde gerne meinen Cape-Button haben. Nein! Was? Kann ich nicht so angreifen? Nein, kann ich nicht. Nein! Komm schon! Okay. So, komm. Ja! Ja! Wir haben's, Leute! Wir haben's! So etwas Dummes. Was ist mit der Kraft des Force? Der dämonischen Kraft? Alter Vater. Puh. Der Minishoot, Leute. Doki, schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Vati besiegt, das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Oh, Ezzelo. Ah, er hätte das gedacht. Nun, da Vati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Ich weiß, die Stimme passt nicht so zu dem alten Mann, aber egal. Mein Name ist Ezzelo. Ich bin der Weise von Teloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört, doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch.
Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen, die vom Fluch befreit, sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze zittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Vati so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Forsts könnten ein Wunder vollbringen. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Telluria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Telluria. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im ganzen Glanz. Im alten Glanz. Doki, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Mich auch. Nimm dies. Nimm bitte dieses Geschenk. Ja, kriege eine Mütze. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. Auf Wiedersehen, Ezzelo. Lebe wohl. Home. Das war's, Leute. Das war The Legend of Zelda Minish Cap. Ein meiner Meinung nach super cooles Zelda-Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach, es ist so gut. Es ist so, es macht immer wieder Spaß, es zu spielen. Also vor allem so die Überraschung, dass du beim dritten Dungeon doch nicht das Element kriegst und dann doch im Dungeon mehr kriegst und so weiter. Finde ich überaus cool. Die verschiedenen Abschnitte des Spiels. Also die, halt den Sumpf, den Berg, den Friedhof finde ich auch cool. Also alle Abschnitte finde ich auch mega gut gemacht. Das mit den Fragmenten finde ich ist eine gute Sache, aber irgendwie brauchst du später die ganzen Kisten, die dadurch erscheinen, wo drin du Geld und so kriegst, brauchst du nicht mehr. So, ihr habt ja gesehen, wir hatten, glaube ich, fast seit Anfang des LPs, also so, ne, seit frühen Anfang des LPs, hatten wir eine volle Geldbörse, weil wir das Geld nicht mehr ausgeben mussten. Es war halt einfach, also, das soll zwar eigentlich alles viel kosten, so, beziehungsweise, also der Köcher oder so, der kostet ja auch 300, glaube ich, 300 Rubine, und das ist halt... Also der größere Köcher oder größere Bombentasche oder was auch immer. Es ist halt, ja, das Einzige, was wirklich teuer ist einmal. Ansonsten hast du halt nichts. Das Geld ist, ne. Aber die Fragmente, da waren wir eigentlich gerade. Fragmente ist eine coole Sache gewesen, fand ich ganz cool. Ist halt nur, weiß ich nicht, auf Dauer gesehen ist das auf die ganze Welt verteilt einfach zu viel. Leute, mit denen du Fragmente vereinen kannst, die du halt nach jedem Dungeon besuchen kannst, theoretisch, wo du überall hin kannst und dann, ja, das ist halt sehr anstrengend, so, weil du halt so viel Platz, also so viel Welt, sag ich mal, hast, wo Leute sind, die Fragmente vereinen wollen und, ja, das hat mir zum Beispiel nicht so viel Spaß gemacht, aber ich finde die Sache an sich mit den Fragmente vereinen echt geil gemacht. Und das mit dem Herzteil, ne? Das mit dem letzten Herzteil, es ist komplette Grütze. Also ich frag mich, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. So, warum? Warum, dass man nach Ende des Spiels, es geht ja nur nach Ende des Spiels, weil du dann ja erst alle Formen von Vati noch dabei hast, also gesehen hast, und du kannst ja nur die sehen, die Figuren bekommen, die du siehst. Hiermit endet das erste Abenteuer von Doki. Doch das wird die Zukunft von, was wird die Zukunft von Doki, Zelda und Hyrule bringen? So geht die Geschichte weiter. Ja, das Minish ganz klein in der Ecke hinten. Solange die Kraft des Force es will.
Ja, das ist dumm. Du kannst erst, nachdem du den letzten, das Spiel durchgespielt hast, das letzte Herzteil bekommen. Und das ist einfach nur, warum? Ich meine, warum? Das ist dumm. Das ist einfach nur ätzend. So, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Kritikpunkt an diesem Spiel. Ich meine, gut, es ist Asbach uralt, gefühlt. Das mal, da kann man jetzt nichts mehr dran ändern, aber es ist trotzdem ätzend. So. Ah, schön. Schön. Ja, aber ansonsten finde ich das Spiel einfach nur super. Es ist super geil. Lass mir den Schwertmeister, ey, das ist göttlich. Diese Wirbelattacke, die große und so. Schönes Spiel, Leute. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, es hat euch auch so sehr gefallen wie mir. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das neue Let's Play-Projekt wieder. Haut rein.